Willkommen zurück bei einer neuen Episode von The Fall, oder wie es wieder mal aussah, The Fail, aber diesmal wird alles anders, und zwar, ich habe da nochmal kurz was, ich bin nochmal in mich gegangen, ja, und da ist mir was aufgefallen, und zwar war doch da was mit diesen Pilzen, da stand doch da auch ganz viel Text, dass die Pilze sich... diese eine Notiz an den Typen, dass er sauber machen sollte. Und er sich nicht traute, weil er Angst hat vor dem Zeug. Und ja, die Pilze fühlen sich ja nur angegriffen, wenn eine gewisse Bedrohung da ist. Dann stoßen die eine Säure aus. So, jetzt haben wir hier eine rostige Halteklammer. Und hier haben wir diesen scheiß Pilz. So, wenn der jetzt Säure ausstoßen würde, dann müsste das ganze Ding hier zusammenbrechen. So. Aber der stößt nur Säure aus, wenn er sich bedroht fühlt. Und bedroht fühlt er sich durch dieses komische Blut, was ich da eingesammelt habe. Das heißt, ich muss hier, dieses grüne Blut draufklatschen. Ich kann die Wurzelschutung von hier aus nicht erreichen. Ich werde es dort hineinschütten müssen, wo es durchsickern kann. Hä? Durchsickern? Von weiter oben? Was ist denn da oben? Okay. Ich glaube, das habe ich früher schon mal probiert und bin da nicht drauf gekommen. Kann ich da hoch? Nein. Was war denn da oben? Oh Mann, mein Alzheimer-Gedächtnis. Schauen wir mal. Ich muss da rauf. Und irgendwo da oben muss was sein, wo ich diese Flüssigkeit reinschütten kann. Egal. Ist schon. So. Das hier wird jetzt interessant. Das ist aber auch eine harte Nuss, muss ich echt sagen. Ja, Tausende hätte ich da verbracht und jetzt nicht gerallt. Das müsste doch dann, kann ich das da drauf tun? Ah! Das ist egal, auf welche ich die tue, oder was. Das ist alles miteinander verbunden. Das ist ja krass. Okay. Gut, da müssten jetzt die eins tiefer auch so aussehen. Ich gehe da jetzt mal ganz behutsam wieder den falschen Weg lang. So. Ah, kann man eigentlich so vergesslich sein wie ich? Geht das eigentlich? Ja, bin ich jetzt dusselig? Ja, ich bin dusselig. Wo bin ich denn hochgekommen? Ich nehme den Aufzug. Das ist die sichere Alternative. Da weiß ich nämlich, dass ich da hinkomme. So. Jetzt ist diese Flüssigkeit weg im Inventar. Das heißt, ich habe sie richtig verwendet. Ja. Die ganzen anderen Tipps waren alle verkehrt, weil die nicht richtig waren für meine Reihenfolge. Die haben mich eigentlich mehr verwirrt, wie weitergebracht. Also gut. Ich habe jetzt dieses Scheißding hier grün gemacht. Dann ich werde jetzt die Halteklammer zerstören. Wenn ich jetzt da vorbeigehe, dann sollte das. Haha! Jetzt ist das Rohr kaputt. Gut, dass da mein Schild ein bisschen gegen hilft. Dann gehen wir mal runter. Und wenn ich jetzt den Vakuumtest nochmal faile, den ich einfach andrücke. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ich muss jetzt irgendwas passieren. Jetzt passiert gar nichts mehr. Das ist ja großartig. Aber, hier hat sich was verändert. Sie ist durch die Decke gefallen. Kann ich da dann vielleicht drauf schießen und das Baby, kann ich jetzt schon drauf schießen? Vielleicht geht das erst, wenn ich den Test aktiviere. Was stand da unten nochmal? Da ist ein Schacht in der Matratze. Ich probiere es einfach mal aus. Hilft ja nichts.
sieht zwar irgendwie nicht so gut aus, alles klar. Also, Baby weint, Baby will beruhigt werden. Initiiere Test. Muss ich jetzt den Vakuum-Ding anmachen? Das wäre vielleicht eine Idee. Keeping a home clean will be one of your primary functions. I have to evaluate. Processing. Bin gespannt. Wenn sie jetzt das Baby einsaugt, bin ich aber gespannt. das macht mehr Sinn. Okay. Gut. Boah, bin ich froh, dass das endlich erledigt ist. Das hat mir jetzt echt Nerven gekostet. Ja, Baby auch gehört zu rein. Validated. Merit point awarded. Juhu, ich habe es geschafft. Ich bin domestiziert. Na endlich. Holla die Waldfee, das war eine schwere Geburt. So. Ich frage mich immer noch, was der Schacht in der Matratze gut sein soll. Naja, wir werden es nie erfahren. So, das heißt, ich kann jetzt die anderen Tests machen, wo ich ja schon teilweise vorgearbeitet habe. Schwubbeldiwubbeldiwubbel. Kann ich eigentlich noch mehr lustige Sachen mit den Pilzen machen? Man weiß es nicht. Egal. Ich habe jetzt alle meine Verdienstpunkte und kann die Sozialtests starten. Da drücke ich auch jedes Mal drauf, wenn ich vorbeigehe. Aber da kann ich nichts mehr machen. So. Klettern die Leiter herauf. Ah, können wir direkt den ersten nehmen hier, so. Graduation. When you successfully complete your evaluation, you will be allowed access to this elevator. At ground level, you will undergo a final hardware evaluation, then be rerouted to shipping and receiving. Okay. Gut, Sammeldaten Hardware Evaluation. How invasive is this hardware evaluation? I must. One of our highly skilled technicians will. Don't worry about it. There are no technicians left to meet you. Once you're through here, you're home free. Can I bypass this? Channel that persistence into your evaluation, Aaron. Can I bypass? Channel that persistence into your evaluation, Aaron. Good. Can you assist me with the civic tests? Oops. I'm sorry. I can't. Your unique take on problem solving has piqued the caretaker's interest. He's paying close attention up here. Okay. I discovered The caretaker has made some. If you fail these evaluations, you, and likely your human. I will not allow that. Continue your evaluation. I will return. Also gut, das ist hier schön. Der Test hier scheint der Test zu sein. Unfassbar. Who's that man? I need to see my grandson walk in front of these cars so they stop for me. Gut, gut. The playground is in the Der Mensch hat immer recht, auch wenn er dumm ist, ganz besonders dann. Gut, das ist der alten Dame. Ups, den Weg zu sagen, ist nicht so ganz höflich. Machen wir gleich nochmal. Bin gespannt. Also gut, ganz gut. Initiiere Test. It looks like the track is broken. Also. Ich bezweifle, dass ich ihn reparieren kann. Also, hier ist anscheinend eine Schiene, wo dieses doofe Figürchen hinter mir herlaufen soll. Aber. Ja, da kann ich ja niemals mit dir ans andere Ende kommen. Und wenn der Saugomat. Ich bin jetzt zu gespannt drauf, hier den nächsten zu machen. So. Und da habe ich ja schon so viel vorbereitet. Many humans feel more at ease when addressed with subservient colloquial language.
When you have finished the task, talk to the driver and tell him, give her a go now, sir. Okay, Technologie als Primitiv abtun. Initiiere Test. Normale Test. I am certain I can fix it. Gut. Da bin ich ja gespannt. So, jetzt sollte ich wohl den fleckigen Mann hier. Give her a go now, sir. Genau. Yep. Where's that again? Validated. Merit point awarded. Okay. Was habe ich denn mit dem Kabel? Ja, gut, ich habe den Test bestanden. Schön. Kann ich das auch so nochmal anschmeißen? I have completed the repair. Give her a validated. Tja, gut, da kann ich aber auch nichts mehr wegmachen. Schau mal weiter hier. Was ist das denn hier für ein schöner Test? Bleibe verwirrt. Schubs mich an, Roboter. It sees. Need a lot more torque to move it. Ah! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann nehmen wir doch mal. Ah, so, jetzt da. Also ich gehe da auf das Ding und dann tue ich das da hin. Ich bin mal gespannt, was das Verrücktes abgibt. Ihr müsst wahrscheinlich sowas von rumblättern, schleudern, blättern. Gut. Also wenn ich den Test aktiviere, dann kann ich sicherlich da drüben den anderen anmachen, oder? Ja. Come give me a push, robot. Ja, gut. Give me a push, robot. Und dann, I have completed the repair. Give her a go now, sir. Super. Das ist ja der Wahnsinn. Validated. Super. Merit point awarded. Gut, diese Rätsel sind schon ein bisschen einfacher, das gefällt mir. So, gut, dass ich da auch viel vorgearbeitet habe. Ah, Säureausstoß. Faszinierend. Das ist gar nicht so gesund. So. Wollen wir aber trotzdem mal weiter gucken? Wie könnte ich das lösen? So, das ist ja das große Rätsel. Ich werde es noch ein paar Mal probieren. Vielleicht lerne ich ja noch was draus. Who's that there? Are you here and helping old lady across the street? I need to see my grandson at the playground. Walk in front of these cars so they'll stop for me. Follow me. It is safe. Der Sauger. Könnt ihr auch was anderes einsaugen? Warte mal. Das Ding bewegt sich immer weiter. Das hat's vorher nicht gemacht. Ah, da ist was. Dieser Teil der Schiene ist kaputt. Ich glaube nicht, dass ich sie reparieren kann. Der Schuhüberzug. Der könnte hilfreich sein. Okay, aber. Das Kind hat's doch weggeschleudert. Ich einfach das Kind bringen, dann ist doch alles in Ordnung. Das liegt da irgendwo in der Pampas. Tja. Nee.
Machen wir mal den, vielleicht hilft mir das ja weiter. Da ist ja noch einer. Mehr Holz, Leute. Oh, der Typ ist aufgetaucht. Okay. Initiieren wir das mal. The Yemen Party will not commence until all guests have arrived. Mm-hmm. Go assist the missing guests. Aha! Ach, jetzt ist das Kind hier und der Typ mit dem Auto. Okay. Runterklettern? Nee, das kann jetzt nicht die Lösung sein. So, das große Rätsel bleibt jetzt. Ist immer etwas dabei, was ein bisschen schwieriger ist. Diese Sache hier. Sie verfolgt mich immer noch. Und die Oma will da auch nicht wirklich rüber gehen, ne? Wenn ich die Oma einsaugen lassen kann, das wäre doch voll die Lösung. Da muss ich vielleicht erstmal wieder den Fail-Weg gehen. Who's that there? Bigger dear, and walk in front of these covers so they'll stop for me. The playground. Weiß ich den Weg. Ja, das vielleicht nochmal. Vielleicht war es nicht richtig. Du musst die einsaugen. Das ist meine Lösung. Und ich hoffe, dass sie gut und richtig ist. Man weiß es nicht. Saugt aber nichts. Das Einzige... Jetzt ist es aber auch nicht mehr hinter mir her. Gut, dann... Lass mich den Test noch mal. Oder ich lasse sie einfach ins Auto laufen. Aha, hat sich von den Schienen gelottert. Okay. Ich nehme sie einfach mit. So. Dil-dil-dil. Ah, das ist so einfach. Man muss einfach mal alles durchprobieren. These old legs aren't what they used to be. Validated. Merit point awarded. Juhu, das läuft ja wie am Schnürchen. Ich bin beeindruckt von mir selber. Der Wahnsinn. So, jetzt sollten alle Partygäste da sein, oder? Jetzt müsste die Oma da hinten auch auftauchen. Dann kann ich die letzte Mission hier auch abschließen. Das geht ja ratzifatzi. Naja, da wird es vorher länger gedauert, ne? Oma? Ah, da ist sie. Knaller. About time. Everyone's finally arrived. Hmm. Let the festivities begin! Hey, metal-headed moron! Welcome to a larger scale function. Humans are burdened with important concerns and sometimes relieve themselves through vulgar communication. In these situations, assume that your actions warrant the unique reprimand and respond with polite subservience. Are you looking at me, idiot? Kann ich nur bestätigen, nicht lügen. I maintain complete observation of my surroundings. A tough guy, huh? Walking scrap metal after I'm through. I hate your better than flesh attitudes. I've half a mind to kick you in the bolts right now. What do you think of that, huh? Think you could take me? Provided your capacities are aligned to the human you represent, yes. Uiuiui, gewählte Ausdrucksweise. Ui, was ist hier los? Eine Zugangskarte! Juhu! Mann, da waren so viele ID-Lesegeräte, wo ich jetzt hingehen kann. Sprich, ich habe im Prinzip hier die Tests bestanden, ohne dass ich bestanden habe. You are breaking the rule. I am not. To receive full validation, I must achieve 8 merit points. I am adapting to achieve this, to comply with the rules, in spite of obstacles. You are faulty. You have one civic test remaining, but you do not exhibit the required behavior to succeed. Affirmative.
My protocols restrict me from misrepresenting reality. I cannot respond to the interaction in the desired format. The mainframe can subvert that for you. He will not. He will not violate his operating parameters. You could override it yourself from the mainframe's central terminal. Yeah. Would that not be cheating? Irrelevant. You have already proven yourself faulty. Okay. Aber ich habe ja die ID-Karte, also werde ich da wirklich an den Mainframe wohl irgendwie rankommen. Und ich bin kein Körper. Hier, eine Zugangskarte, die benutze ich in dem Kreuz. Oh shit. Setz dich da hin, du Nase. Gut, jetzt da. Kann ihn nicht sehen, aber vielleicht kann ich ihn ja zerstören. Oder auch nicht. Oh, hat wohl gereicht. Oh, immer noch. Fällt sich ein bisschen komisch. War noch einer, ne? Gut. Gut. Das läuft ja. Langsam wird es besser. Okay, da höre ich noch was. Oh shit, das war knapp. Da muss ich kurz warten. Regenerieren und so. Tja, ja, ich könnte mich auch öfters unsichtbar machen, oder? Einfach mal taktisch vorgehen. Egal, muss ja nicht, ne? So. Oh, da war ich schon wieder was. Da, shit, 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 shit. Bin halb am Verrecken. Sieht er mich? Oh, der stößt mit mir zusammen. Das ist ja böse, das wusste ich nicht. Ich dachte, der läuft einfach mir vorbei. Mann, Mann, also unsichtbar machen ist da wohl nicht die Allerheilmethode. Gut, jetzt machen wir das mal richtig fetzig. Oder auch nicht. Gut, der schießt wenigstens nicht. Mann, 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 Mann. Das ist echt schwieriger als erwartet. So. Einfache Zielübung hier. Gut, den habe ich aber gleich. Den haben wir auch. So, jetzt gibt es hier kein Zurück mehr. Oh oh, scheiß Idee. Ich bin einfach zu viel Rambo mäßig drauf. Ja, das sollte jetzt reichen, oder? Genügend Schild. Boah, das war hart am Abkratzen. Aber die Musik ist wieder weg. Ich hoffe, dass da... Oh, da ist noch einer. Gut, das ist ja mal ganz gut gelaufen. Wow, 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 schon wieder hart am Verrecken. Jetzt warte ich aber mal ab. Nicht, dass da noch 10 kommen und ich dann wieder abnippel. Erst wenn es voll aufgeladen ist. So, Punkt aus Ende. In der Zwischenzeit trinke ich ein Schlückchen Getränk. Ah, lädt immer noch auf, ne? Ups. So. Jetzt aber voll genug. Entschuldigung. So, da haben wir ein ID-Gerät, wo Wartung draufsteht. Das werde ich erst gar nicht ausprobieren, weil da war noch, nämlich noch eins. So, mal die Karte rein. As always, keeping your life efficient, so you don't. Team of engineers and cyber psychologists utilize cutting-edge innovation to create AI servants that evolve to meet your changing needs. Evolution is constrained by 3 unique rules, chosen in design, to bind an AI as it develops. Contradictions can emerge as an AI system grows more complex. Regular maintenance guarantee optimal performance.
krass. Jetzt habe ich da einen Bildschirm, den ich anmachen kann. Oh, und das ist aufgegangen. Und da ist ein Fahrstuhl-Rufknopf. Den werden wir gleich mal benutzen. So. Aaron, es läuft wieder. What are you doing? The parameters of the final civic test must be overridden. Oops. I'm sorry. You know I can't do that. And that didn't answer my question. Stetige Hilfe durch The caretaker has been following me. Oh, I know. What's he been telling you? That I can override the final test parameters myself from your main terminal below the labs. Whoa. You can't trust him, Arid. Ach, I knew ja, you das would not help me, so I must do it manually. I have helped you, as much as I can. Do you realize the risk I put myself at? I have been alone, sidestepping the caretaker since before you were manufactured. Look at this place. And I'm still here. You have to trust me. Trust is irrelevant. If there is a way to help my pilot, the risk is acceptable. Arid, you're such a robot. Do you even know your pilot? Or is this all just protocol? Both. My protocol is to protect Colonel Josephs. Colonel Josephs? Jetzt haben wir endlich mal einen Namen. Knowing him is irrelevant. I have survived by being subtle and following the rules. We can find another way. You survived while the humans died. Perhaps you are faulty. Jeez, Arid! You know, I don't have the same parameters as you. I'm bound too. The rules are just different for me. Illogical. Your inactivity makes you responsible. I will not allow anyone to endanger Josephs. Interessant. Tja. Und die Zeit ist schon wieder um. Und wie es jetzt hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Episode. Wenn es wieder heißt, lasst uns den Mainframe-Rechner kaputt machen oder manipulieren oder was auch immer. Bis dahin, ciao, ciao, euer Pinback.